Der macht Foto. Der hat ein Selfie gemacht. Ich höre dauernd auf deine Windgeräusche, weil du kein Windschutzding hast. Ja, wo ist das Mikro denn? Soll ich das weiter reinschieben? Hörst du bei mir die Windgeräusche? Nein, ich höre nur dich. Wo ist denn das Mikro von der Sena? Nicht der Schwamm. Müsste einfach von rechts kommen. Von der rechten Seite aus. Nee, warte mal. Ich sehe gar von nicht. Von der linken Seite aus kommt das, glaube ich. Ah ja, hier. So besser? So bist du auf jeden Fall lauter. Ja, ich hab's jetzt auch fast in meinem Mund. Der hat doch Schüsse. Ich hab's jetzt fast in meinem Mund. Das wird doch das wird der Titel. Das wird der Titel, ja, super, toll. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Aua. Wie geht's euch? Wir sind heute mit dem Motorrad unterwegs. Vor mir ist Nadine. Nadine ist mit verbunden mit dem Senna. Nicht so schreien. Komm, wir winken dem Typ, der ist nervös. Okay. Ist hier ein Blitzer? Ah! Achtung, Blitzer, du Missgeburt! Deswegen hat er so gehört! Geiler Typ! Ach, und genau! Und die liebe Kim ist hinter uns mit der untermotorisierten MT-125. Ja. Wir fahren jetzt durch Bielefeld, Bielendorf! Soll die Bude mal in die Mitte fahren, oder? Macht die das? Bestimmt. Fahr rechts, ich fahr links. Ja, sie kommt. Achtung! Guck mal, der PM, Marco. Dein Kennzeichen. Das ist mein Kennzeichen. Hallo! Hast du den Blitzer gesehen? Den Blitzer gesehen? Deswegen hat der Typ so komisch gezappelt. Ich hab gedacht, was hat der für ein Problem? Ey, das ist unfair, dein Motorrad ist aus. Ich hab dein Motorrad ausgemacht. Aber man hört es nicht. Du Arschloch. Man hat es nicht gehört. Ich hab den Kill-Switch gedrückt. Du Angeber. Bum. Ich hab den Kill-Switch gerade gedrückt. Und sie hat es einfach gar nicht gemerkt, weil halt ihr Motorrad hört man nicht. Du Arschloch. Er hat ihn getroffen. Er ist umgefallen. Er ist tot. Meine Schnodder läuft die Nase runter. Da musst du das einfach rauslaufen lassen. Nee, mit der Zunge weglecken. Boah, das ist aber richtig eklig. Was ist das für ein cooler Typ? Das ist ein Hipster. Krasser Typ. Frag ihn, ob er ein Hipster ist. Bist du ein Hipster? Ob du ein Hipster bist? Ein Hipster. Moin. Ich glaube, der hat deine Frage nicht verstanden, oder? Ah, der auch nicht. Also, hä? Was? Ich glaube, er hat deine GoPro auf jeden Fall wahrgenommen. Ja, so wie er mich angeguckt hat. Bis was für eine Entfernung geht das, Sena? 2 Kilometer. Wollen wir das mal testen? Willst du jetzt rasen, oder was? Ich will mal gucken, wie weit es geht, wie lange ich dich gut verstehe. Aha. Raser. Bis wie viel km/h geht das wohl? Bis 300. Also ich schaffe mein Motorrad nicht. Ja dann, ist alles gut. Was bremst ihr denn? Oh. Ja, da ist Warndingsbums. Baustelle. Ich krieg das oh einfach mein weg. Gott! Das ist so gefährlich! Ja, ja. Ja! Schrei mich nicht an. Hä? Was? Was? Hä? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, schrei mich nicht an. Hast du es gehört? Ja. Boah, mein Motorrad ist so laut. Oh, der hat schon Haare. Oh, die. Der. Ja. Oh mein Gott, guck mal die Haare. Wir sind lauter schöne Menschen.
Ja, Mann. Und hier sehen Sie eins Nadine und eins Kim in ihrer natürlichen Lebensform. Ich brauche wieder Kontaktlinsen. Ich sehe scheiße aus ohne. Schöner Schlüsselanhänger. Ich auch. Ah nee, doch nicht. Ich auch. Ah, nee, doch nicht. Ich habe meinen am Autoschlüssel. Zu vorfahren also? Kann ich machen. Nein. Die alle gucken, das ist so geil, ey. Dann. Und es ist so unendlich voll hier. Geil, Alter, wie voll es hier ist. Hätte jetzt. Warte mal, wollen wir links über ein Dings oder über ein. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Wir müssen über den Kessel bringen. Jetzt vorbei. Na. Ja. Ich vorbei. Alter, was wollt ihr jetzt ja abbiegen, Mann? Jetzt sind wir gleich Fußgängerampel grün und wir stehen hier. Mitten in der Fußgängerampel. Jetzt können wir es noch schaffen, fahr rechts. Fahr links, meine ich. Aha. Okay. Okay. Obwohl Kim hatte genug Abstand. Es war nicht zu knapp. Ihr Helm passt zu ihren Haaren. Die Helmfarbe, dieses Skorpion-Dings, das passt zu deinen Haaren. Sieht gut aus. Also, Augen auf beim Helmekauf. Ja, das muss immer gut aussehen. Du blinkst übrigens, ne? Nein. Da habe ich mich wohl verguckt. Ja, das kann doch nicht sein. Die Leute gucken alle, das ist so lustig. Ja, warte mal, wo wollen wir langfahren geradeaus? Herford, Louis, Melle, Ding, Ich hab keinen Plan. Jetzt zu spät, jetzt können wir nur noch geradeaus. Das haben wir eben auch schon mal gesagt. Jetzt vorbei. Nein, ach, mal, da sind zwei sicke Typen mit Skateboards. Ne, drei. Oh ja, Mann. Das sind Hipster, Mann. Das sind die hipsten Hipster. Guck dir an, wie smooth, so richtig. Boah, lässig, ich bin cool. Wow. Vielleicht sind das Abonnenten von dir. Ja, ja, die sind ja auch alle cool. Ne? Oh nein. Ich stehe ein bisschen kacke hier. Warum? Ich mach dein Motorrad sauber. Boah, inzwischen wird mir warm. Ja, weil das Motorrad so warm ist. Ja. Ja, wir hat einfach rechts. Fahr weiter rechts. Oh ja, stimmt. Dann können wir alle nebeneinander nette Menschen sein. Guck mal, das Mädchen guckt mein Motorrad an, weil die findet Pink schön. Ja. Ja. Und du siehst, mit Brille ist richtig hässlich. Ja. Mach ich weiß. Du musst Visier runter machen für ein Thumbnail, wenn dann. Guckt mich an. Okay, perfekt. Der Typ im Transporter guckt richtig böse. Hi! Thumbnail. Dicker Kanacke. Wie böse der dich angeguckt hat. Der macht Foto. Der hat Selfie gemacht. Selfie? Ja! Und ich bin raus. Das wird er mir schicken. Die gute Kim soll vorfahren. Die gute Kim ist zu langsam. Deswegen hast du so geil aus. Was? Das sieht so lustig an. Die gute Kim, oder was? Ey, geil! Wir müssen auch mal wieder kurz fahren. Rote Ampeln sind eigentlich was ganz Feines. Voll. Wenn da Leute sind, die Selfies mit einem machen, dann auf jeden Fall. Soll ich mal bei dir drauffahren? Nein, danke. Ey! Das war Analsex, Penetration, Vergewaltigung. Aber mein Visier beschlägt, wenn ich das nicht zumache, wenn ich das runter mache. Ja, meins auch, deswegen habe ich meins die ganze Zeit offen. Ja, Marco E 2016. Die Leute denken, ich bin behindert, ey. Auf jeden Fall, dass ich. Was? Hoffen wir mal, dass meine Kamera gut eingestellt ist. Jetzt fahr!
Jetzt höre ich deine Maschine auch vom Ding. Da hört sie sich aber nicht so gut an. Bin ich schnell genug gefahren? Ja, die Autos sind auf jeden Fall weit weg. Hier ist einfach die Hucke. Oh, ich wollte dich drauf fahren. Ey, fick dich. Die kommt ja gar nicht mit dir auf den Boden. Zwergen-Army. Kommen wir nicht auch jetzt irgendwo bei Luis lang? Ja. Wieso willst du da hin? Da sind bestimmt Fans. Nur langfahren, weißt du? Soll ich auf die linke Spur? Ja, mach jetzt nach dem VW. Mach zu. Ich will, dass die Ampel da rot ist, dass ich da richtig laut werden kann. Welche? Die vor Luis. Da kann ich aus dem ersten Gang los und dann ist es richtig laut. Ja, die ist jetzt grün. Aber ist das die von Luis? Nee. Doch, oder? Ja, doch. Schon wie sehr runter, damit ich cool aussehe. Ja, ich hab meins auch unten. Und die leider ist die grün, Marco. Ja, muss ich anders Lärm machen. Da war ich nicht voll, ne? Ja! War da 125er oder so? Keine Ahnung. Also, da waren so viele Menschen. Ja, müssen alle mein Motorrad hören. Wollt ihr bei der Aral tanken? Oder du? Ja, kann ich auch gleich tanken, oder? Ja. Können wir eh halten. Können wir auch Tanke fahren und ein bisschen Sprit rein machen. In das Motorrad. Oh. Halt mal, muss ich meine Bremse nicht treten. Kombiniert sich gut da mit den dreckigen goldenen Fingerrand auf Kleber und meinen. Wenn du jetzt nach hinten rollst, roll ich mit. Das ist gefährlich, Nadine. Hey! Der macht extra Platz, weil er ein bisschen Angst hat. Ach, was mach ich denn hier? Oh, ich blink noch. Du bist so warm. Du musst auch klatschen, ja? Dass die Leute wohl denken müssen, wie behindert wir sind, dass ich hier am Klatschen bin. Ich weiß nicht, ob Kim gerade überlegt, ob sie überholt. Sie überholt! Sie überholt einfach! No fuck, Kim! Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal! Ey, unterbrich mich nicht! Wenn das der Fall ist, lass den Daumen nach oben da! Und dann würde ich sagen, gib ihm einen Daumen nach oben. Sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Dem schwulen Boy. Tschüssi! Muss ich jetzt auch auf meine Kamera hauen? Nein. Und mach einfach. So dumm, ey. Dann mache ich zweimal das Ende. Wie, erst hau ich drauf und dann haust du drauf. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Noob.